Das Wichtigste ist, dass das, was tödlich wirkt an der Strahlung, ist die kumulative Belastung. Das ist jetzt nicht ein einzelner Wellenlängenbereich, sondern es ist die Gesamtbelastung, die wir haben. Wo wir am meisten Zugriff haben, ist zu Hause. Keiner von meinen Patienten darf einen WLAN-Router zu Hause haben. Ich bestehe darauf, dass Leute eine angestöpselte, eingekabelte Verbindung haben. Es ist wichtig, dass die Amplitude der Wellenlänge, die man abbekommt, mit dem Quadrat der Entfernung, reduziert sich die Strahlendichte. Alles, was außerhalb vom Haus ist, ist schon weniger schlimm. Und je weiter weg es ist, desto weniger. Wände sind relativ gut im Abwehren, Abmindern der Strahlung. Was ich empfehle, ist, dass Vorhänge an die Fenster kommen, die Strahlen abhalten. Die machen auch Wandfarben und machen Abschirmkleidung. Die wichtige Zeit, wo wir abgeschirmt sein müssen, ist die Schlafzeit. Wir haben als einfache Lösung, nennen wir den Schlafbaldachin. Das ist so ein Moskitonetz mit diesem Swiss Shield Stoff. Das kommt übers Bett und reduziert die Strahlenmenge, die der Körper abkriegt, auf ein Zehntausendstel etwa. Ja, das ist also ein Riesenschutz. Wir bestehen darauf, dass nachts die Sicherungen ausgestellt werden, weil auch diese ambiente Strome und Felder im Haus vom normalen Haushaltsstrom auch kumulativ mitwirken an dem Strahlenschaden. Auch der vernünftige Umgang mit dem Handy auf Lautsprecher stellen, so weit vom Kopf weg wie möglich, so viel mit Textbotschaften umgehen wie möglich. Was wir nicht abschirmen können, ist das, was von oben kommt. Das ist mein Hut, der vollständig abschirmt, das, was von oben kommt. Mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich für mein Gehirn. Zumindest ich spüre den Unterschied am Ende vom Tag, wenn ich den Hut trage, gegenüber Tagen, wo ich ihn nicht trage. Wir haben bei Key Science ein Mittel entwickelt. Es gibt vier Kräutermittel, die in der Wissenschaft rausstehen, die unsere Zellen schützen vor den Radiowellen. Ginkgo biloba kennt ihr das eins und es gibt noch drei andere Kräuter. Eins ist kein Kräuter, es ist Propolis von Bienen und dann zwei andere Kräuter, die die Zellen massiv stärken, um sich abzuschirmen gegen den Elektrosmog. Ja, das Mittel heißt Ray Wave. Ja, das ist fantastisch. Die elektrosensiblen Leute spüren sofort nach ein paar Tagen Einnahme von dem Mittel, dass es ihnen besser geht. Es ist insgesamt der Umgang mit Antioxidantien. Also der Schaden an der Zelle vom Handysendefunk ist oxidativer Schaden. Alle Antioxidantien haben einen schützenden Effekt. Für den Strahlenschutz und die Krebsverhütung ist es wichtig, diese Kräutermittel dazu zu nehmen. Como primera medida de protección electromagnética, hacer una medición de la radiación de nuestra vivienda para saber a qué frecuencias estamos expuestos y qué soluciones necesitamos. Puede solicitar una medición profesional en nuestra página web, donde también encontrará productos de blindaje contra la radiación electromagnética. Saludos cordiales.